Erschaffen wir Symbole oder erschaffen die Symbole uns? Hallo, liebe Bewusstseinsindianer. Wir sind heute über die Grenze von Polen nach Litauen gefahren, zum Berg der Kreuze. Der befindet sich hier mitten in Litauen. Und auf dem Berg der Kreuze sind Hunderttausende von Kreuzen, von Jesus-Abbildern, von Engelschnitzereien und Gebetsketten und so weiter aufgehängt, aufgestellt, liegen zum Teil ineinander gestapelt. Das ist sehr, sehr beeindruckend, was wir hier sehen dürfen. Und ich habe mir die ganzen Kreuze angeschaut und die Legende besagt, dass im, glaube ich, 13. oder 14. Jahrhundert ein Vater hat eine sehr, sehr kranke Tochter hier im Umland und im Traum erschien ihm eine weiße Frauengestalt, die gesagt hat, stell auf diesem Hügel ein Kreuz auf. Und das hat er gemacht und danach wurde seine Tochter wieder gesund. Und der Hügel hat seit jeher hier eine sehr heilige und besondere Bedeutung. Und im 19. Jahrhundert begannen Litauer hier Kreuze, Grabkreuze aufzustellen auf dem Hügel für gefallene Soldaten, für gefallene Rebellen, die im Aufstand gestorben sind. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg und auch während der Zeit, als Litauen zur UdSSR gehört hat, wurden auch viele Kreuze aufgestellt für Gefallene im Zweiten Weltkrieg, aber auch für Menschen, die aus Litauen in die Gulags deportiert worden waren. Den Machthabern war das dann irgendwann ein Dorn im Auge und sie haben den gesamten Grabhügel hier mit Planierraupen wieder plattwalzen lassen. Und nach der Unabhängigkeit Litauens wurde er wieder aufgebaut und mittlerweile sind eben schon wieder mehrere hunderttausend Grabkreuze hier aufgebaut. Ich finde es interessant, dass die Kreuze zum einen als Symbol stehen für Tod. Es sind ja Grabkreuze, noch auf unseren Friedhöfen werden sie so verwendet. Zum zweiten kann so ein Kreuz aber auch für eine Religion stehen, auch für Erlösung, nämlich für das Christentum, für Jesus Christus und so weiter. Es kann aber dieses Kreuz auch, wenn man zum Beispiel, sagen wir mal, in die Kreuzzüge schaut, kann so ein Kreuz auch symbolisch für irgendetwas, für Gewalt stehen, für Blutvergießen. Und letzten Endes das Kreuz, an was Jesus genagelt worden ist, war damals ein Symbol eigentlich für einen brutalen Mord und für eine Hinrichtung. Und deswegen denke ich, ist es wichtig zu erkennen, dass wir den Symbolen eine Bedeutung geben. Wir geben einem Gegenstand, einer Form, einer Geometrie eine gewisse Bedeutung, eine Energie, die aus unserem Herzen, aus unserer Seele kommt. Und diese Bedeutung hat dieses Symbol dann. Und diese Bedeutung des Symbols kann sich auch weiter übertragen auf andere Menschen, auf ganze Gruppen, auf religiöse Gruppen, auf Volksgruppen. Aber wir sollten nicht vergessen, dass wir diesem Symbol seine Bedeutung gegeben haben und nicht andersrum. Und so geht es uns oft auch im Alltag, denke ich, wenn wir irgendwelche Symbole haben. Das ist ja das Brautkleid, das habe ich vor 30 Jahren mal angehabt, aber das habe ich bei meiner Hochzeit getragen. Jetzt erinnert es mich ständig daran, dass ich dicker geworden bin und macht mich traurig, weil ich nicht mehr so schlank bin. Ja, das Brautkleid ist ein Symbol, warum gebe ich es nicht her? Warum schenke ich es nicht jemand, der es gerne hätte? Aber das ist doch mein Brautkleid, das kann ich doch nicht machen. Doch, ich kann jedem Symbol seine Bedeutung wieder nehmen, die ich ihm gegeben habe. Oder das ist mein erstes Handy, das kann ich nicht wegschmeißen, das erinnert mich an das und das. Das ist die Jacke, die ich beim ersten Kuss getragen habe, die kann ich doch nicht wegschmeißen, obwohl sie mir schon lange nicht mehr passt. Doch, kann ich. Wichtig ist nur, dass wenn ich mich von liebgewonnenen Symbolen trenne, dass ich sie ihres Sinns wieder beraube. Dass ich dann dieses Symbol in Liebe loslasse und in Gedanken oder es sogar ausspreche, sage, Symbol, du hast jetzt diese Energie nicht mehr für mich. Und dann kann ich dieses Symbol loslassen, weil dann ist es einfach nur noch Materie, ein Stück Holz, eine Geometrie, eine Form, was auch immer. Wir beherrschen die Symbole, wir erschaffen sie. Wir sollten uns nicht von Symbolen beherrschen lassen. Alle Pegasus-Powwows online unter www.oliverkier.com.